Von Dental Prime habe ich erfahren übers Internet, per Zufall, als ich im Instagram war und meine Freunde geschaut habe, kam eine Werbeanzeige und dann habe ich da geschaut und mich genauer informiert und auch YouTube-Videos geschaut von anderen Patienten, die schon erfolgreich eine Behandlung hinter sich hatten und das klang alles sehr positiv. Und ich habe schon seit längerer Zeit gewusst, ich muss eine Krone machen lassen und noch eine zweite oder eventuell noch zwei Implantate oder eine andere Lösung finden, was in der Schweiz ungefähr den Betrag von 16.000 Franken ausmachen würde. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte, das wäre vielleicht meine Lösung und war dann auch sehr schnell sehr stark überzeugt und dann ging es sehr schnell, dass ich dann wirklich vor Ort war. Also live war die Klinik noch schöner, als man sie in den Videos sah. Toll mit dem Aquarium im Wartezimmer, sehr sauber, sehr freundlich, sehr modern, fast schon designerhaft, kann man sagen. Und die Beratung war sehr kompetent, sehr freundlich, sehr genau. Und dann, man hatte ein Gespräch, man hatte Vorschläge erhalten und man kann selber überlegen, ob man das so machen möchte oder etwas noch nicht oder sich irgendwo noch unsicher ist. Man entscheidet komplett selbstständig, man bekommt einfach eine Beratung. Und ja, ich fand das gut und habe dann eigentlich auch zugesagt. Ja. Zu Behandlungsbeginn war ich persönlich war sehr, sehr froh, weil ich schon seit 4 Jahren immer wieder hinausgeschoben hatte, ich sollte doch endlich die Krone machen lassen und nein, das kostet so viel Geld, ich möchte lieber Bekleidung kaufen und nicht mein ganzes Geld in eine Krone tun. Da war ich also sehr froh und die erste Behandlung, sie war schmerzfrei, es war sehr viel auf einmal, man spart Zeit und trotzdem, man ist vielleicht etwas mehr müde, wenn man an einem Tag 5 Zähne bearbeitet und nicht nur einen. Aber wenn man darauf schaut, wie viel gemacht wurde, dann super. Ich müsste sonst so oft zum Zahnarzt gehen. Das spart sehr viel Zeit, es spart sehr viel Kosten und man ist einfach nur froh. Also ich finde, insgesamt ist es sehr wichtig, weil jeder Zahn ist mit einem Organ im Körper verbunden, das weiß ich. Darum gehe ich davon auch aus, dass es sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht wichtiger, als wir alle auch ein bisschen denken. Außerdem ist das Lächeln das Erste, was man von einem Menschen sieht. Man sieht die Augen, man sieht das Gesicht, man sieht aber auch das Lächeln. Und wenn jemand schöne weiße Zähne hat, keine Lücken hat, wie es bei mir war, ich hatte leider schon Lücken, und keine kaputten Zähne, kein Karies zu sehen ist, dann ist das ein sehr gepflegter, freundlicher, kompetenter Eindruck von dem Menschen. Und darum finde ich es sehr wichtig und auch für die Gesundheit. Wie oft sieht man, dass Menschen zum Schluss, wenn es ihnen nicht mehr so gut geht, auch immer sehr starke Zahnprobleme haben. Darum verbinde ich damit, lange, lange gesund zu leben, auch immer sehr gut auf die Zähne zu achten. Also für mich selbst persönlich ist das so ein, was ich beobachtet habe. Man soll gut zu seinen Zähnen auch schauen, vielleicht mehr als man es macht, noch mehr. Ja. In der Klinik hat man sich immer gut aufgehoben gefühlt, auch wenn man zum Beispiel mal irgendwas gestresst war, der Arzt fällt einem auf die Schulter, beruhigt einen, man kriegt frische Luft, das Fenster wird aufgemacht. Also auch immer gut sagt man das, psychologisch zur Seite auch so ein bisschen gestanden, ein unterstützend. Und zum Schluss, man ist einfach nur fröhlich, weil vor allen Dingen bei mir, wenn man eine Lücke hat, in so jungen Alter schon, ist nicht wirklich lustig, dann ist man froh, man kann wieder lachen und muss nicht mehr den Mundwinkel verkneifen. Das ist super. Und das Gefühl in Bulgarien, solange schönes Wetter war, man konnte auch an den Pool baden gehen, man konnte ans Meer gehen. Jetzt war es etwas kühler, man hat einfach relaxed und ein bisschen Fitness gemacht und Wellness. Aber wie gesagt, in so kurzer Zeit wurde so viel gemacht und man fühlt sich wohl aufgehoben, man hat keine Panik. Es ist viel auf einmal, aber hinterher ist man umso froher.